Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. "1991 war ein Song rausgekommen, der mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Es hieß später, der Song sei die Hymne einer Generation von beziehungsgestörten Melancholikern. Das war natürlich völliger Quatsch. Ich hatte den Song für Saskia geschrieben, weil ich verliebt war. Komm schon, ich fange hier gerade ein neues Leben an. Das solltest du auch mal versuchen. Saskia, der hier ist für dich. Oh Gott. Guck mal hier, die sollen geil sein. Nirvana. Smells Like Teen Spirit ist von mir. Cobain muss das von meinem Demo geklaut haben. Ich schwör's, der Song ist von mir. Wir tätowieren diesen Typen deine Kontonummer auf den Schwanz, damit wir schon wissen, was zu tun ist. Du bist neu hier. Ich bin Tolle. Paul Thomas. Wenn Nirvana fertig gespielt haben, bringe ich Kurt Cobain um und fahre nach Hause. Und du? Weißt du, was hier los ist, wenn wir wegen dir nicht auftreten können? Ladies? But I mean, how many chords can you put into a riff, you know? Shut up, Kurt, I'm sleeping. Sag mal, Fienchen, wie findest du mich eigentlich? Ja, ganz okay. Das ist Thomas Müller. Alles an ihm ist mittelmäßig. Er ist durchschnittlich 1,78 Meter groß, 82,4 Kilo schwer. 8 Stunden pro Tag arbeitet er in einem mittelständischen Unternehmen. In 100 Metern bitte rechts abbiegen. Ihre Route wird berechnet. Abends schaut er 4 Stunden fern und er redet 15 Minuten pro Tag mit seiner Frau. Sein Sexleben ist mittelmäßig. Und das Licht blendet. Und auch seine Träume sind eher konventionell. Aufstehen. Hast du wenigstens von mir geträumt? Natürlich, Bienchen. Thomas Müller ist so absolut mittelmäßig, dass es ihn schon wieder interessant macht. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und Industriedienstleistung hört sich ganz spannend an. Komm, ich zeig dir dein Büro. Schön, aber irgendwie so leer. Noch einrichten darfst du es ganz nach deiner eigenen Vorstellung. Denn das, was Thomas Müller gefällt, ich verstehe einfach nicht, warum es in Deutschland keine Kronkorken mit Schraubverschluss gibt. Warum nimmst du die? Wird bald allen gefallen. Schau mal, das Drehbier. Ja, lass einpacken, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Genau das habe ich gesagt. Politik beschließen wir jetzt auch noch, ja? Was machen wir bei Industries eigentlich? Ich meine jetzt außer shoppen und saufen. Die machen lebendige Meinungsforschung. Mit mir, als ihrem Durchschnittsidioten. Das kann alles nicht wahr sein. Was willst du tun? Soll ich einfach weiter mitspielen? Den Salat bitte. Vegan? Vital? Veränderung? Noch einmal schlafen und sie krönen dich. König von Deutschland, du bist gewöhnlich und sie mögen dich. König von Deutschland, du bist wie sie, sie sind wie du. Alexander, wie oft habe ich dir gesagt, dass du die Klobrille wieder runtertun sollst? Sei ich. Bist du noch ganz normal? Aber sicher. Normal ist doch gut. Aus! Herr Oberleutnant, Gendarmerie Abteilung 1 vollständig zum Appell angetreten. So, Oberleutnant, der Liebe. Ho, ho, ho! Wird wieder ein Küken für dich, hä? Nein! Kann ich mithören? Nur tanzen. Brauchst keine Angst haben. Alarm! Los, hoch, alle raus!
Strasser, Hausmann, die Schilfkante entlang. Und ich hoffe, sie bringen mir Beute. Hey! Hände hoch! Verdammt, was machst du denn hier? Wo ist die von gestern? Scheiße! Los, anzünden. Hendo! Ist das der Kerl? Ja oder nein, Mann? Du bist halt feiglich, weil du nicht kämpfen willst, was? We'll meet again. Don't know where. Don't know when. So ist Krieg. Sie uns, wir sie. But I know we'll meet again. Ich tue alles, was sie wollen. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ich heiße Simon Dallinger. Ich werde bald 23 und ich lebe in einem Irrenhaus. Aber was soll der Scheiß? Geht's wieder los? Er hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. Morgen, meine Liebe. Hey, diese frisch gekämmt. Jetzt nicht mehr. Diese Anlage wurde mutwillig zerstört. Haben Sie etwas damit zu tun? Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Was gibt's denn da zu glotzen, ihr Arschlöcher, hä? Simon! Habt ihr ein eigenes Scheißleben oder was? Er glaubt, dass jemand mit Strahlen vom Nachbardach seine Gedanken manipuliert und seine Ideen stiehlt. Papa kommt schon wieder. Der muss sich nur ein bisschen ausruhen. Hast du vor oder nach meiner Geburt gewusst, dass du mit einem Schizo zusammen bist? Du redest hier gerade von deinem Vater. Warum ist Papa wieder auf Kur? Er bildet sich manchmal Sachen ein, die gar nicht wirklich da sind. Ist er ein Psycho? Na, ich hoffe nur, dass meine kleine Schwester dieses Irrenhaus irgendwie übersteht. Und du? Was hoffst du für dich? Hallo Papa, was ist eigentlich eine Klapsmühle? Hallo? Interessante Tapete. Du, wir sind hier gerade nicht so auf Besuch eingestellt. Ich verstehe. Ja, das tust du nicht. Schlag zu! Komm schon! Schlag endlich zu! Wer hin und wieder seinen Verstand verliert, der hat wenigstens einen. Die Hagedons beten immer vor dem Essen. Also schön, dann beten wir eben. Lieber Gott, wir danken dir. Lieber Gott, wir danken dir. Dass die Neger hungern und nicht wir. Es ist der Polizei in der vergangenen Nacht gelungen, das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen. In Rostock gibt es scharfe Kritik an den Sicherheitsbehörden. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert. Rostock ist nicht ausländerfeindlich. Helm auf den Kopf brüllt mich an und ich denke, na gut, mal sehen, was so ein Helm aushält. Diese Eskalation ist gewollt. Und in unserem kleinen Rostock haben sie die Falle gestellt. Das ist Taktik. Wo bleibst du heute Abend? Na, zu Hause. Im Sonnenblumenhaus. Was halten Sie eigentlich so von dem ganzen Mist in Lichtenhagen? Ist doch eine Schande. Kann man das Gesindel nicht einfach wegschaffen? Bist du eigentlich links oder rechts? Was hast denn du jetzt für ein Problem, ne? Kann man nicht einfach normal sein? Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Was ist mit den Vietnamesen? Obwohl es bis in die Nachmittagsstunden ruhig aussah, erwartet die Polizei wieder gewalttätige Auseinandersetzungen. Guck mal, da oben sind noch welche. Willst du mich nicht mal küssen jetzt? Eins verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei. Mein Vater hat gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Und ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut. Was ist denn heute Nacht? Du warst doch nicht hier.
Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.